Seid, oh, hoppla, herzlichst begrüßt meine lieben Brüder und Schwestern zu Fallout New Vegas. Und heute schauen wir uns an die Schneekugeln. Weil das ist eine Errungenschaft oder Trophäe oder Erfolg. Also alle, also es gibt mehr als sieben, aber wenn man die sieben Schneekugeln im Hauptspiel, also diese sieben Stück, die man hier finden muss, um die Errungenschaft zu kriegen, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Sieben Stück. Und ich, es ist so, ich habe die vorhin schon gefunden. Gegenstände. Jetzt warte. Gegenstände, sonstige. Schneekugel unter SCH. Schneekugel. Pass Obacht. Schneekugel, da geht's los. Schneekugel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Stück. Also nochmal von oben. The Strip, Good Springs, Hoover Dam, Mormon vor Charleston, Nellis Air Force Base, Test Site und Stange Zigaretten oder wie? Nee. Sieben Stück und dann kriegt man das. Und wo sind die jetzt? Jetzt pass auf. Solange ich es noch weiß, also wo die waren, jetzt habe ich es da schon, jetzt sind sie ja schon weg, aber ich weiß es noch, wo sie waren. Also fangen wir an mit. Ja, die Nummer ist wurscht. Also fangen wir mal oben. Warte, Good Springs Friedhof. Fangen wir mit dem an. Das ist da, wo das Spiel beginnt. Good Spring. Da, schau her. Good Spring. Und zwar Good Springs Friedhof. Also da fängt das Spiel an. Und da ist da dann der Friedhof. Da gehen wir jetzt hin. Das ist quasi, wenn man so will, die erste. Also die Reihenfolge ist wurscht, wie man die holt. Also hier ist der berühmte Friedhof. Und auf irgendeinem Grab liegt die einfach so drauf. Ich glaube hier. Also ich glaube hier lag die. Also die liegt jetzt einfach hier, also am Friedhof hier. Good Springs Friedhof. Das ist der berühmte Friedhof. Hier nicht, man muss nicht graben, weil man kann manche Gräber aufmachen, da braucht man aber die Schaufel. Also eine Schaufel, muss man tatsächlich erst eine Schaufel kaufen. Grab leer. Achso, ja. Also die war, wenn es mich nicht täuscht, war die hier bei dem, die liegt jetzt tatsächlich hier, ich glaube, die war hier, vor dem Holzbrett da. So, das war Nummer 1. Dann gehen wir jetzt mal, machen wir mal als zweites das hier, warte, das war, welches war das jetzt? Welche Kugel war das jetzt? Ist ja wurscht. Good Springs, oder? Schallkugel, Schneekugel, sage ich schon. Schneekugel-Testgelände, achso. Das war die Good Springs, ist ja wurscht. Dann eine ist in, die zweite jetzt quasi, ist in, da oben, wo der Krater ist, in Jacobstown. Das ist das, was mir so gut gefällt. Da drin, hier sind die netten Kollegen, also das ist doch schön hier, schau her. Grüne Bäume, schau her, das schaut doch richtig schön, also im Vergleich zum restlichen Spiel. Und hier so grün, schau her, fast schon grün, ob das ja Gras, Moos, Gras, das soll Gras sein, oder? Ist doch, schau her, ist doch richtig mal fürs Auge. Hallo, wenn man dauernd durchs Ödland geht, hier ist Ödland, schau her. Also hier drin ist die zweite, einfach reingehen. Ich meine immer, das ist eine Katzenstatue oder Katze oder was. Also wurscht jetzt. Also gehen wir da rein. Und wenn es mich nicht alles täuscht, die habe ich nämlich durch Zufall quasi gefunden. Wenn mich nicht alles täuscht, liegt die tatsächlich einfach hier am Tisch, am Tresen. Was ist denn da hinten eigentlich noch? Wo geht's denn da? War ich noch gar nicht. Da ist die Kitchen. Schau her. Wahnsinn. Müsste mal geputzt werden. Also hier war es nicht. Das war tatsächlich, die habe ich nämlich wirklich von selbst einfach so, dachte ich mal, was ist denn das? Und nehm's und dann war es die Schneekugel. Die liegt jetzt hier. Hier irgendwo, glaube ich. So, das war die zweite. Oder je nachdem. Jetzt brauchen wir in unserer Erzählung die dritte. Gehen wir mal die Viecher hier, hallo. Die sind hier friedlich, komischerweise. Sonst sind die nicht friedlich. Geben aber viele Punkte, wenn man es umhaut. Dann quasi die dritte, das ist in Nellis Air Force Base, weil die heißt auch so, die Kugel. Und zwar in Nellis Air Force Base. Das Problem ist, du musst erst da rein, du musst erst mal dahin, schau her. Da ist nämlich vorher
Du musst da erstmal reinkommen. Und zwar gehst, wenn du dahin willst, schau her, ich willste jetzt dahin. Normal gehe ich da die Straße jetzt entlang, dann komme ich dahin zu Nellis Air Force Base, schau her. Und da steht hier schon Dangereux, schau her, keep out. Rezeption, nee, was hat denn der Rot? Danger. Dann warnt dich der schon im Normalfall, außer du warst schon mal Ich drin. habe gehört, der Boss einer der Genau. Strip-Familien hat sich in Wenn Luft du noch aufgelöst. nicht drin warst, warnt dich der und deswegen sind auch schon die Warnschilder, weil ab hier, da hinten ist die Nellis Air Force Base, ab hier ist Artilleriefeuer. Und die schießen auf dich und da brauchst viele Medipacks. Und wenn du einmal durch warst, dann geht's. Aber du musst, oder, und dann kannst du auch mit Schnellreise hin. Und jetzt ist das Artilleriefeuer weg, deswegen sind hier auch lauter Ruinen und Einschlagkrater. Also du musst da einmal durch und dann nie wieder. Und dann kannst du mit der Schnellreise und dann geht's da in die Nellis Air Force Base rein. Also wenn du dann im Zaun bist, hast du es geschafft. Durch das Artilleriesperrfeuer. Und da drinnen ist dann quasi die dritte. Also jetzt ist kein Feuer mehr, weil ich den schon einen Auftrag, was macht denn der? Auftrag erledigt habe. Und zwar im Museum. Und das ist da hinten. Also mit der Schnellreise kommst du ja an dem Tor an, wenn du mit der Schnellreise gehst. Und dann musst du da hinten, hinter den großen Hangars, sind ein paar kleine und da müssen wir hin. So, da kann ich jetzt Kaffee trinken. Da geht keine Schnellreise. Muss ich jetzt da hinwatscheln. Kann ein bisschen dauern. Spurten geht ja hier nicht, oder? Kann ich kalt decken? Nee, das ist. Kann nichts machen. Also, da hinten links, hinter den großen Hangars, in dem Museum. Das schimpft sich Museum. Das ist die Nellis Air Force Base Kugel. Die dritte in unserer Chronologie jetzt hier mit diesen schicken Containern hier. Wahnsinn. Siehst du, hier sind drei so kleine Hangars und da das rechte, glaube ich, das Rumser Museum. Rums, weil es rumst hier, wenn man da reingeht. Am Anfang. Da eins, das rechte von den dreien ist das Rumser. Also wir sind in Nellis Air Force Base. Also hätten wir da gleich zu den Hangaren reisen können. Oder wie? Also da, schau her. Rumser Museum, der dritte. Geh rein. Und wenn es mich jetzt nicht täuscht, es ist ja nicht groß, hier irgendwo war das. Hallo. Also irgend ist ja nicht groß, es steht irgend entweder da am Tisch oder ich weiß nicht mehr. Also jedenfalls hier drin oder da drin. Da drin ist wurscht. Hier drin ist die Schneekugel von Nellis AFB Air Force Base im Rumser Museum. Siehst du, Nellis muss Vollbild schalten, Rumser, also weil die Artilleriefeuer. Das war unsere dritte. Jacobstown. Dann machen wir mal die Old Mormon, der Mormonen vor. Da ist jetzt, wie kommt man jetzt dahin? Mormonen vor. Das ist schon ziemlich in der Mitte. Pass auf, hoppla. Und zwar bei dem Kings, der Elvis, bei dem Elvis-Haus. Da glaube ich, geht man am besten rein ins Nordtor, oder? Wo ist denn das Drecks Nordtor? Nordtor, gehen wir mal zum Nordtor. Nordtor, das Strip-Star-Passwort. Schau her, also, da ist ein Nordtor. Hey, du, böser. Hey. Böser, sag mal. Nordtor. Und nicht ins Nordtor rein, sondern andersrum, da ist doch rechts dann das Kings Museum. Elvis the King. Was so macht, da rennt schon so einer rum hier. Angeblich ist jemand ins Lucky 38 Da gegangen, um fehlt mit die Mr. Hälfte Rose vom zu Haus, schau her. Da fehlt die Ecke vom Haus. Da hinten, da wusste genau, Impersonation. Schule der Imitatoren von Elvis Presley. Da, School of Impersonation. Da gehst jetzt links. Siehst du? Also da ist die Kingsschule. Da gehst links in Freeside rein. Und dann müssten wir zu dem Mormonen vorkommen, oder? Das ist aber auf der Karte quasi nicht eingetragen, quasi. Oder?
Da ist schon wieder ein Böser. Sag mal, was ist denn das hier einer? Van Grafschläger, schon her, so einer. Bin ich jetzt noch richtig? Nee. Hä? Warte, bei dem Kings Museum, da ist, geht die Tür nicht. Jetzt warte. Ich kapiere das nie. Da ist die Tür. Da ist das Kings Schule. Die Schule für Nachimitatoren, Elvis Imit. Und da gehst da raus, oder? Da. Also da ist die Kings Schule und dann gehst da durch. Freeside. Und dann sind wir da, oder? Wenn man es kaufen genau. Kann, finden Sie es im und hier Ort. Ist gleich das Vor. Siehst du das Mormonen vor? Also du gehst beim Elvis Schule hier durch, da steht ja Mormonen, den Käsekuchen. Da gehst Mormonen, altes Mormonen vor, da gehst rein. Und jetzt gehst hier rechts, gleich rechts, Tür durch, gleich rechts den Turm rauf. Du mich auch. Gleich rechts rauf. Dunkel war es, der Mond schien helle. Und da gehst drauf im Turm und da ist es dann. Hier irgendwo da oder ich weiß, ja, ich war ja schon mal da. Pinienkerne. Also ich glaube hier war's. Ist ja auch nicht groß. Irgendwo hier bei der schicken Lampe. Die Lampe macht mich wahnsinnig. Da kann ich gar nicht mehr schauen, die Lampe an. Gibt's nicht bei Ikea. Also hier irgendwo steht die Kugel. So, gehen wir wieder raus. Das war jetzt unsere dritte, oder? Das finde ich nicht mehr raus. Hoppla, das war unsere dritte. So, gehen wir noch eins raus. Jetzt haben wir Friedhof, Jacobstown, Mormonen. So, jetzt wird schon wieder dunkel hier. Sag mal. Was ist denn? So, Friedhof, Mormonen vor, Nellys Air Force Base, Jacobstown. Vier haben wir schon quasi, oder? Friedhof, Mormonen ist jetzt gerade. Nellys Air Force waren wir. Das ist jetzt kaputt. Was war das? Und das für ein Geräusch. Vier haben wir. Jetzt brauchen wir noch drei. Pass auf. Den Hoover-Staudamm. Lucky 38 und Volt 21. So, machen wir mal den Hoover-Staudamm. Also am Hoover-Staudamm. Den musst du auch erstmal finden. Der ist hier. Hoover-Staudamm. Siehst du rechts? Also hier ist die Karte. Große Karte. Und rechts, da bei dem Kreuzchen hier, Passkreuz, ich bin der Drucker, das ist ein Passkreuz normalerweise, für Vierfarbdruck, Passkreuz. Dann ist hier gleich daneben der Hoover-Staudamm, da musst du erstmal hinkommen. Aber ich war schon mal da, also, guckst du. So, jetzt ist schon wieder dunkel, ich mag nicht mehr. Oder ist hier generell dunkel? Tja, ja, da sind so die schicke Dinger hier da. Also, da ist der Hoover-Staudamm. Das da vorne. Und da gehst du einfach ins Besucherzentrum. Besucherzentrum. Und da steht der mitten am Tisch. Da kannst du einfach hier gleich reingehen. Da steht er hier gleich irgendwo. So. Kann man das Ding hacken? Nee, also hier drin ist der gleich. So. Das war der Hoover-Staudamm. Hier haben wir wieder raus. So, sag mal, was ist denn hier kaputt? Farblich, optisch. Hoover, jetzt fehlt uns noch also Friedhof, Mormonen vor, Nelly Air Force, Hoover-Staudamm, Jacobstown. Jetzt fehlen uns die zwei Zahlen, Lucky 38 und Volt 21. So, okay, das Schwierige zum Schluss. Lucky 38, das ist... Pass auf, gehen wir einfach mal dahin. Ich will dir das nämlich zeigen. Das ist nämlich der Turm da. Siehst du den, der Turm, der auffällige futuristische Turm? Das ist das Lucky 38. Ohne Witz. Wer schießt denn da? Sag mal. Ja, oh, wir sind hier im Todeskrallengebiet, oder? Das ist der Todeskrallengebiet, oder? Da hinten steht. Nee, steht da einer?
Da rennt Dino. Nee, Todeskralle. Also dieser Turm da, der ist schon her. Das da, der Turm. Das ist das Lucky 38. Da müssen wir jetzt hin. Also ich wollte es dir nur mal zeigen. Da müssen wir jetzt quasi wieder rein. Da kann man nicht direkt hinreisen. Also ich habe jedenfalls keine Möglichkeit gefunden. Da gehen wir jetzt wieder in das Nordtor, wenn ich es finde. Ich finde das nie. Sag mal, Nordtor. Da gehen wir. Jetzt gehen wir wieder in das zum Nordtor. Genau. Und da vorne war der Elvis-Schule. Da vorne. Da vorne. Und wir gehen jetzt aber rein. Siehst du, das ist der Turm. Da, das ist das Lucky 38. Also, jetzt gehen wir da rein. Und da ist auch gleich das 21. Jetzt warte. Hier ist auch gleich die Vault. Da ist das Lucky 38. Siehst du? Wo ist denn die Vault 21? Da ist die nächste. Da müssen wir auch noch hin. Die ist da drin dann, glaube ich, oder? Jetzt warte, wenn wir jetzt reingehen. Also da ist Lucky 38. Da müssen wir rein. Und Vault 21. Vault 21 ist die hier. Ist gleich daneben, oder? Warte. Ah, da hinten ist die Vault 21. Siehst, das ist unsere letzte. Also, wir müssen ins Lucky 38. Also, Entschuldigung. Da musst jetzt natürlich quasi die Berechtigung haben, dass du da rein darfst, weil das wird ja bewacht von den Kollegen hier. Verstehst du? Also, frag mich jetzt bitte nicht, aber du musst da von dem Dr. House oder irgendwem die Berechtigung haben, dass du da überhaupt rein darfst, hier ins Lucky 38. So, und jetzt im Lucky 38 hier schneit's oder was? Kurze Kaffeepause. Gut, komm gleich wieder. 38, Lucky 38. Mhm. Und da gehst zum Lift und du musst in die Cafeteria. Und zwar musst du den da anquatschen. Wo soll's hingehen, Partner? Und du musst natürlich jetzt die Erlaubnis von dem, und zwar die Cocktail Lounge im Lucky 38, da ist es. Und du musst natürlich jetzt den irgendwie vorher schon überzeugt haben, dass du da rein darfst oder so. Frag mich das jetzt bitte nicht. Und hier pfeift der Wind. Und das ist jetzt, ich hab's ja leider schon, die steht hinter bei so einer grünen Lampe. Hier ist so eine grüne, wenn man es mal so nennen will, Lampe. Und da ist eine Kasse. Und hinter so einer Kasse mit der grünen Lampe steht, und zwar hier in hier rum, musst hier rumgehen. Also hinter so Lampenkasse, hinter einer von denen. Oder der. Oder ich hab's jetzt natürlich schon. Also hier auf dem Ding dahinter. Da musst du jetzt wirklich auch. Also kann jetzt. Da siehst du dahinter quasi. Hinter der Kasse. Also da ist ein bisschen schwierig. Aber man sieht's eindeutig. Wenn man es weiß, dass es da ist, dann sieht man es. Aber ich hab's ja schon. Ich glaube, war vielleicht sogar die hier. Ist ja wurscht. Also hier, hinter so einem Ding. Hast du das kapiert? So, jetzt können wir wieder rausgehen. Aber man kann leider nicht rausschauen. Nicht wirklich, schau her. Kann leider nicht so wirklich ausschauen. Schade, aber jetzt sind wir in dem. Und da ist ja auch die Suite, wo die Begleiter rumhocken. Warte, schau her. Penthouse, im Penthouse, oder? Nee, Präsidentensuite. Wo sind denn die? Im Penthouse, oder? Nee, da ist die Präsidentensuite. Doch, da sind die. Da sind meine Begleiter. Lilly, schau her. Hm. Wenn man die ins Lucky 38 entlässt, dann sind die hier. Der Raoul, der Boone, der Lilly. Bloß der Hund ist weg. Wo ist denn der Drecksköter? Weiß keiner. Also deine Begleiter sind dann hier. Ich habe ja alle schon. Kann man das hacken? Nee. Hier sind deine Begleiter. Der Arcade und wie es alle heißen. Wir sprechen uns später, Liebes. Wir sprechen uns später. Wo ist denn der Drecksköter? Ist wurscht jetzt. Also gut. Also da muss ich wieder den anquatschen. Wo soll's hingehen? Gut, also jetzt gehen wir wieder raus. Praktisch
Casino. Casino geht's wieder raus, oder? So, jetzt. Ach, da ist der andere Drecksede. Der Ede. Mir nach. Genau, das ist der andere Idiot. Ich will raus. Davon geht's raus. Habe ich den Ede hier vergessen, oder wie? Das ist auch ein Begleiter. Okay. Jetzt ist der da. Ich habe mich schon gewundert, wo der Ede bleibt. Der Augenbot heißt der, glaube ich, oder? So, jetzt haben wir die sechste und jetzt müssen wir die letzte. Die ist im Vault 21. Also das war Sacke 38. Jetzt, da müssen wir da ins Weiter. Und da hinten sehen wir schon Vault 21. Da müssen wir hin. Das ist das letzte dann, oder? Ultralux, das ist ein Casino, oder? Da müssen wir noch Hausverbot. Eine Errungenschaft ist Hausverbot in allen Casinos kriegen, glaube ich, oder? Also da müssen wir rein. Und zwar in das... Da, das da ist es. Schau her, man sieht es aber nicht auf der Karte. Siehst du? Da steht es auf Vault 21 Geschenkeladen. Der ist aber so nicht auf der Karte zu sehen. Also Volt 21, siehst du, also da hinten ist das Lucky 38 und hier ist das Volt 21 und da müssen wir jetzt rein. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil die letzte Schneekugel, also die Schneekugel hier, die ist in dem Zimmer von der Sarah hier, das ist die Sarah. Und wenn man jetzt hier reingeht, da ist so eine Hotel-Vault-Anlage. Also da sind Zimmer führen von dieser Vault. Also, und was ist denn das für ein Bild hier? Schau her. Oh, schau her. Und da hat die Sarah auch ein Zimmer und da drin ist die Kugel. Und das Zimmer ist abgesperrt. Du kannst jetzt der Sarah den Schlüssel klauen. Aus der Tasche. Beklauen Sarah, das geht aber meist in die Hose oder du brichst die Tür einfach auf. Also ich habe mich für einfach aufbrechen entschieden, jetzt wird es aber schwierig. Also hier geht es jetzt in die Vault runter von 21. Und da ich schon mal drin war, also du gehst jetzt einfach runter, da ich schon mal drin war, müsste jetzt eigentlich noch verzeichnet sein. Dann durch die Tür durch, so. Jetzt geht es nochmal runter und jetzt kommst du in den, also da sind wir runtergekommen, Treppe. So, merk dir mal die Treppe. Und jetzt müsste aber eigentlich die Karte schon da sein, siehst du, weil ich schon drin war, siehst du, hahaha. Ich war schon drin, jetzt habe ich die Karte schon. Da sind wir reingekommen und Sarahs Zimmer ist hier drüben, irgendwo. Da ist eine Sackgasse. Und Sarahs Zimmer ist, dürfte das hier sein. So, hier so ungefähr. Leider steht es nicht dran. Das hier. Also du kommst hier rein. Und hier drüben ungefähr ist es. Also du gehst jetzt in die, noch eins runter, oder wie? Und zwar kommst dann hier in den Raum. Siehst du, jetzt sind wir hier. Und hier drüben irgendwo ist, das müsste das da ziemlich sein, oder? Das war so acht. Also da ist, da hinten ist die Kaffeekneipe. Hier ist die Kaffeekneipe. Und jetzt links irgendwo, quasi links irgendwo. Nee, da geht's wieder rauf. Pass so acht links irgendwo. Wenn wir da sind, sage ich es dir. Also da geht's wieder in die. Da ist wieder der Spieltisch. Und jetzt links irgendwo. Nee, da nicht, oder? Nee, da geht's nicht. Knacken erfordert Schlüssel, das war's nicht. Das ist es, oder? Genau, das ist es. Das ist Sarahs Zimmer. Warte, Sarahs Terminal. Schau her, da steht's, sie haben Karma verloren. Na prima. Also da ist Sarahs Terminal, also das ist Sarahs Zimmer.
Und hier war es jetzt irgendwo am Tisch oder irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, aber hier oder im Schrank oder es glaube ich, also irgendwo hier war die Dreckskugel in Sarahs Zimmer, hier nicht. Also das ist Sarahs Zimmer, weil da steht Sarahs Terminal, das ist die Tante da drüben. Und das ist, musst erst aufbrechen, aber mit wahrscheinlich, also hier vorher speichern und dann halt mit der Haarklammer aufbrechen. Also, oder ihren Schlüssel, aber dann hast du sie beklaut. Also, aber man kann es mit der Haarnadelklammer aufbrechen. Und vorher speichern, falls es schief geht, dann halt neu laden. Also ich bin reingekommen mit zweimal speichern und dann nochmal aufbrechen. Und hier drin ist die letzte Kugel, also die siebte. Haben wir jetzt alle. Good Springs, Old Mormon Four, Nellis Air Force Base, Lucky 38 waren wir, Hoover Stadium waren wir, Jacobstown waren wir, das ist bei den Monstern. Und Vault 21, das ist jetzt das hier. Und jetzt guckst du nochmal, hier sind wir. Das bin ich, siehste, da. Also, du kommst hier rein und es ist hier drüben. Da ist es in Sackgasse, da war ich 10-mal drin. Kannst du das merken, kannst jetzt einen Screenshot machen. Also ist nicht schwer. Gut, dann haben wir alles. Das finde ich nicht mehr raus. Wir sind da drin. Nichts mit Hose. Das finde ich nicht mehr raus. Da ist die Kaffee, wenn du da Kaffee, da rechts, dann bist du da draußen. Dann der Spieltisch, siehst du? Und da geht's wieder raus. So, haben wir es jetzt aber. Da war ihr Zimmer. Da. Und hier geht's wieder raus. Oder? Bin ich richtig? Treppe rauf, einfach Treppe rauf, genau, einfach Treppe rauf. Frag mich jetzt bitte nicht, was in den anderen Zimmern ist. Geschenkgeladen. So, jetzt sind wir wieder draußen. Ha, erfasst. Hast du gesehen? Das waren jetzt... Und wie gesagt, sie hätte den Schlüssel in der Hosentasche. Jetzt ist sie weg. Ist sie weg. Ja, da ist sie. Das ist Sarah. Die hat den Schlüssel. Aber man kann es auch aufbrechen. So, Freunde, jetzt haben wir alle Schneekugeln. Erfolg freigeschaltet. Wie gesagt, Volt 21. Lucky 38. Okay. Das war's schon wieder. Was ist denn da hinten? Nichts mit Soße. Okay, herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.